Ja, erst nochmal herzlich willkommen heute Morgen hier am hessischen Kegelspielradweg. Nachdem wir gestern das Kegelspiel durchwandert haben, wollen wir es uns heute mal per Rad entdecken. Freust du dich auf die Fahrräder? Ich habe Angst, dass ich erfriere. Ich habe eine lange Unterhose an und eine Radhose und mindestens 5 Schichten Anziehkram. Und ich glaube, ich bin der Erste, der auf dem Rad erfriert. Hier befinden wir uns bei der besagten Buhrenmühle. Ein besonderer Punkt in der deutschen Geschichte auch. Wir haben ja hier drüben den Grenzverlauf gesehen in unmittelbarer Nähe. Und diese Grenze, die ging damals hier durch. Wo wir jetzt stehen, wurde der Hof getrennt vom Wohnhaus und dem Nebengebäude. Und man kann sich das ja vorstellen, wir waren ja auf Point Alva, haben ja die verschiedene tragische Familien Geschichten wahrscheinlich auch gehört, und hier hat sich das auch abgespielt, dass der Hof einfach getrennt wurde, und es wurde ja hier weiter dann auch die Mühle und die Landwirtschaft betrieben, und hier stand sich Ost und West unmittelbar am Grenzzaun dann gegenüber. Ist das komisch, dass hier meine Grenze verlief? Ein bisschen bedrückend, wenn ich mir das so vorstelle, dass man hier gewohnt hat, also gruselig. So ist besser. Und wo fahrt ihr jetzt hin? Mit 18, oder? Ja, 18,5. Die Leute machen so alt aus, ne? Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne, ausgeglichene Radstrecke. Leichte Steigung, leichter sportlicher Anspruch, aber auch so, dass man schön die Landschaft anschauen konnte. Also war nie zu viel oder auch nicht zu wenig. Mir hat es gefallen.